Hallo zusammen, in diesem Video zeige ich euch, wie man solch schöne Sträucher herstellt mit einfachen Materialien. Folgende Materialien braucht ihr dazu. Erstens einmal so einen alten Reisigbesen, da braucht man die kleinen Äste. Ihr braucht einen braunen Acrylspray oder so einen braugraunen, was ihr gerade zur Hand habt, einfach um das Material zu fixieren. Dann, weil es so fein ist, nehme ich einen matten Lack. Also ein Mattlack-Spray eigentlich. Dann nehmt ihr irgendwas, was ihr zur Hand habt. Irgendwelche Streumaterialien, hier farbige. Dann hier habe ich so rote Blätter. Dann hier ein Mix aus Blättern. Einfach was ihr habt. Dann aus Foliagen gibt es ja manchmal so Rückstände. Auch hier so Material. Das könnt ihr gut verwenden. Dasselbe hier. Es soll einfach billig sein. Wichtig noch zu sagen, diese Sträucher mache ich ohne Elektrostaten und ohne Polyfiber, wirklich nur so. Okay, es kann losgehen. Zuerst könnt ihr einfach 2, 3, 4 so kleine Äste abtrennen von diesem Reisigbesen. Die können ja ganz unterschiedlich sein, weil Sträucher sind ja vor allem holzig. Und dann könnt ihr so ein, wie ein Blumenstrauß so zusammen machen, könnt auch einzelne nehmen, wie ihr wollt. Dann nehmt ihr irgendwie einen ganz feinen Draht, ein bisschen so. So, dann habt ihr das schon. Jetzt könnt ihr da noch ein bisschen, wenn ihr sagt, ja, da will ich ein paar Äste weg haben, zwackt ihr da einfach noch zwei, drei Sachen weg. Dann habt ihr schon das Grundgerüst von so einem Strauch. Einmal das Größenverhältnis noch zu sehen. Das kann auch, ja, H0 oder 0 oder wie auch immer. Jetzt, um das zu fixieren, nehme ich eben einen Acrylspray, braun oder grau, dass da keine Tiere oder sonst irgendetwas, dass das, man das ausschließen kann. Einfach zum Fixieren. Dann sieht das Teil, habe ich hier schon vorbereitet. Hier habe ich mal ganz einen großen gemacht. Es könnte auch ein kleiner Baum sein, dass ja mal seht, was möglich ist. Den habe ich jetzt schon mit Acrylspray eingesprüht. So ein bisschen braun, gräulich. Und jetzt will ich nur nachher die oberen Spitzen eigentlich mit Blättern haben. Das zeige ich jetzt auch gleich, wie ich das mache. Also zuerst nehmt ihr das, jetzt die obersten Spitzen sprühe ich jetzt mit dem Mattlack ein. Gehe ich mal auf die Seite schnell. Und dann gehe ich einfach, weil das so fein ist, gehe ich hier ein Streumaterial, habe ich jetzt eine Mischung gemacht aus verschiedenen, gehe ich so einfach rein. Ich will nur die äußersten Spitzen haben. Nicht zu viel. Das soll so also ein bisschen ein werden, der nicht so viel dran hat. Der ist schon am Absterben. Vielleicht noch einmal. Dann das Ganze nochmal fixieren. Das ist so ein Strauch jetzt, der ist schon langsam am Absterben. Da sieht man vor allem das Gehölze, ja. Das gibt es ja manchmal bei Sträuchern auch. Ich brauche ja ganz viele für meinen See, für mein Seeufer oder Flussufer. Da möchte ich ganz viele Bäume und Sträucher haben. Und jetzt zeige ich euch, was ich alles mit welchen Materialien gemacht habe. Also jetzt zeige ich euch mal die verschiedenen Sträucher, die ich gemacht habe. Also, mal hier der Größenvergleich. Ist eine H0-Figur. Hier habe ich ganz fein mit roten Blättern eingestreut. Dann bei diesem habe ich einfach, was ich gerade hatte, Fasern und Streumaterial. Ich weiß auch nicht mehr ganz genau. Hier habe ich auch noch die Spitzen mit gelben. Das ist, glaube ich, von Heki, so Fasern eingestreut. Hier habe ich einen etwas größeren Strauch gemacht, das sind Blätter von noch, dunkel und hellgrün. Dann diesen habt ihr jetzt gleich gesehen, da habe ich auch eine Mischung gemacht. Dann drehe ich das Ganze mal. Hier habe ich noch ganz was Spezielles gemacht, da habe ich 1 mm Fasern einfach so eingestreut. Das gibt es auch manchmal im Ufer, ganz viele verschiedene Farben.
Dann hier grünes Streumaterial. Sieht auch cool aus. Und hier habe ich einfach, nach was ich so hatte, das ist so eine grobe Blätterfoliage, habe ich einfach so über die Struktur hinweggezogen. Das sind meine Sträucher und das könnt ihr wirklich sehr einfach in 5 Minuten machen. So, ich hoffe, ich konnte euch wieder Tipps und Tricks geben, wie ihr wirklich aus einfachen Materialien in 5 Minuten solche Sträucher herstellen könnt. Jetzt habe ich euch noch eine Information. Es gibt ja noch eine Abstimmung auf meinem Kanal, welche Themen ihr wünscht. Geht auf meinen Community-Tab und geht noch abstimmen, weil es ist noch eine Woche. Ihr könnt auch wirklich tolle Themen auswählen, was ich als nächstes machen werde. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir doch gerne einen Daumen nach oben. Und ihr wisst ja, bei meinem Kanal ist und bleibt es immer spannend. Und die Leute, die mich noch nicht abonniert haben, gerne abonnieren und vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren, dann werdet ihr benachrichtigt. Bleibt gesund, ciao zusammen, euer Alex.